Hallo und hallo und hallo und hallo. Ja, hallo und hallo und auch herzlich willkommen zurück bei Le Forestos. Und wir haben hier in der letzten Folge. Wo ist denn der Besuch hin? Hä? Ich habe jetzt wirklich keine lange Pause gemacht und ich war auch im Menüscreen. Sind die abgehauen? Kaninchen. Entschuldigung, ich musste ganz kurz, das ist wichtig, Kaninchenhaut tut mir gut. Morgens reibe ich mich immer mit Kaninchenhaut ein, das verschafft mir diesen jugendlichen Flair, den ich mir einbilde noch zu haben. Ich sehe aus wie 10, hier in der Webcam vor allen Dingen. Ich klebe manchmal fremde Haare ins Gesicht, die ich in der Badewanne finde, um älter zu wirken. Das ist, ist das, was ich mache. So, jedenfalls, wir sind wieder zurück und wir haben oben immer noch unser Baumhäusli. Hier können wir noch ein paar Bäume fällen, aber landinwärts dürfen wir nicht mehr. Und ich muss jetzt ein bisschen ruhiger sein, denn ich habe Angst, dass die Eingeborenen uns wieder finden und ich das Ping-Ploing nicht höre. So, ich gucke extra links und rechts, ganz ängstlich, ganz mutig, um zu gucken, wo ich als nächstes zuschlagen kann. So, da wir zwei Dosen gefunden haben, saufe ich mir eben mal ein. Wo sind die Eingeborenen, wo sind die Kannibalen hin? Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Okay. Ich hoffe, die hören uns nicht. Und wir wollten ja diese Folge ein bisschen was färben. Färben kommt von Pferd. So, wunderbar. Genau ins Baumhaus rein. Das ist natürlich ganz toll. Wobei, ach, das ist ja gar nicht das Baumhaus. Das hier unten ist ja das eingeborenen Hütte. Hier ist aber kein Balken drin, der ist draußen und dafür sind es dann auch nur drei, weil einer hat es nicht geschafft. Ach da, okay. Einer flog übers Kuckucksnest und jetzt haue ich den mal da dran. Wie gesagt, diese Hütte wollen wir natürlich heute fertig kriegen. Und dazu müssten wir uns eventuell noch ein Logsled machen, ich weiß es gar nicht. Ich nehme erstmal die Bäume von der Küste, weil wir hier wahrscheinlich dann eher nicht, ich meine, es wäre natürlich schön, hier ein Baumhaus zu haben, aber ganz ehrlich, die Aussicht ist jetzt nicht so schön, dass man da sagen muss, boah, Hammer, da bleiben wir. Deswegen kreble ich hier die Bäume einfach mal weg und, ach, das ist ein Reh, da drüben gerade, ich dachte gerade, das wäre schon wieder so ein Dingens. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Zähne und sowas, das brauchen wir auf jeden Fall noch. Letztes Mal hatten wir so viele Zähne, ich kann gar nicht sagen, wie viele. In die Richtung. Ja! So. Du Süßes! Mist. Mit dem Pfeil kriegt man die sofort, aber ohne Pfeil braucht man zwei Schläge und dann hoppeln die sofort weg. Okay, jetzt. Ja, hoppel du mal weg. Ich liebe dich, Bambi! Ich liebe dich, Bambi! Nein, spring nicht in den Stein! Spring nicht in den Stein. Bambi? Platsch. So. Ja, ist eine traurige Geschichte. Das ist ja unfassbar. Alter, voll der Kreisverkehr hier. Voll der Kreisverkehr. Das war ja. Ja, gut, das. Ja, das. So, wir brauchen nur noch 11 Stück. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also ich meine, wir schaffen das, also in dieser Folge schaffen wir das locker. Ich hau jetzt hier direkt mal noch mal ein bisschen was weg. Ich versuche das mal in die richtige Richtung zu kriegen. Vielleicht brauchen wir gar keinen Logsled dafür. Da müssen wir jetzt wieder 50 Stickies sammeln. Die sind zwar sehr praktisch und ich weiß inzwischen auch, man kann noch zwei Stämme mehr mit denen buxieren, wenn man die einfach vorher in die Hand nimmt. Ich glaube, das wurde noch nicht gefixt. Zumindest habe ich davon nichts gelesen. Und, andere Richtung. So, mir ist überall recht. Hauptsache nicht über die Klippe. So. Ja, bei dem Ding wird es schwierig, glaube ich. Da muss ich gucken, ob ich da gut drauf springen kann. Gott, das ist so leise auf den Kopfhörern. Ich höre das immer nur so tuk, tuk, tuk. Und dann habe ich immer Angst, dass ich die Pling-Ploings überhöre. So. Ausdauer haben wir noch. Man hört die Maus bestimmt, wie ich die ganze Zeit hier am Klick rotieren bin. Okay, der kann ruhig dahin fallen, das ist mir egal. Da kriegen wir den auf jeden Fall weg. Das Ding hier holze ich gerne auch mal weg. Und dann
Das holzt sich weg. Wir brauchen eh. Ah ja, wir brauchen ja Leaves. Fällt mir gerade ein. Wir brauchen ja Leaves. So, klopp, 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 klopp. Man hört die hört man das Klicken der Maus eigentlich, wenn ich hier. So mache ich. Oh, ist jetzt das Mauskabel hier. Entschuldigung. So reiße ich hier am Baum herum. Total effizient. Nein, 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 nein. Okay, da ist mir auch egal. Hauptsache nicht. Ja. So, ich glaube, dann sammle ich schon mal ein und dann baue ich schon mal. Hallo, dann klatsche ich schon mal dran. Es könnte sogar schon genug sein. Ich bin mir gar nicht so sicher. Je nachdem, wie generös die Bäume waren. So. Lululululu. Es ist ungewöhnlich, dass die Cam da oben ist. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Weil die vorher irgendwo anders war. Deswegen, es tut mir leid, falls ich nicht so oft da hingucke. Huch, aber. Ich versuche mich zu bessern. Ich versuche des Öfteren zu interagieren. Interaktives Interagieren. So, ist gerade nur ein bisschen ungewohnt, weil das Setup, wie gesagt, ist auch gerade. Okay, das war Bambi. Das Setup ist auch nicht neu, aber. Also teilweise neu, aber halt vor allen Dingen anders aufgestellt. Deswegen ungewohnt. So, einen einzigen. Da wird doch jetzt noch einer. Da muss doch jetzt noch einer. Also hier muss doch noch irgendwo ein Baumstamm liegen. Einer. Da hinten, ich sehe es doch. So, dann hat es gereicht und wir haben unser erstes Häusli fertig. Das Doofe ist nur an diesem Häusli, dass wir jetzt woanders noch eine zweite Plattform brauchen. Das ist natürlich ein bisschen schäbig. Wo kommen wir? Wo ist denn die Treppe? Ach, da ist jetzt ein. Der hat vorher immer diese komische Treppe, aber der Blueprint hat eine Treppe, aber das Ding hat eigentlich ein Seil. Ja gut, kann man machen. Hoch und. Ich habe gelesen, man kann wohl hier oben auch Feuer machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Nein. Man soll nicht alles glauben, was in den Kommentaren steht. Ich kann das Feuer da unten machen, wie es aussieht. Ah ja, ich kann es also da unten an die Hütte setzen. Unter der Hütte kann ich Feuer machen. Hier drin ist das eher schwierig. Ob ich was anderes bauen kann, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ist mir aber dann auch egal. Eine Bank brauche ich hier nicht. Die kann ich dann auch da oben. Nee, die ist da unten auf dem Boden. So, was ich hier noch brauche, ist dann wahrscheinlich, wenn ich das wirklich nutzen will, einen Zaun drumrum. Den kann ich glücklicherweise bis zur Klippe machen, denn da wird sowieso, obwohl ich traue dem Spiel nicht, ich wollte gerade sagen, da wird sowieso kein Eingeborener kommen, aber das weiß man hier nie so genau. Habe ich gerade was gehört? Habe ich gerade einen Kannibalen gehört? So, angenommen, da ist ja die eine Plattform, ne? Angenommen, ich will hier jetzt die nächste dran machen. Wir gucken mal ganz kurz, was wir da haben. Naja, wir haben eigentlich Alpin Treehouse und das Ding da. Haben wir noch irgendwas anderes? Custom Building? Tree-Plattform, das müsste eigentlich gehen. Die müssten wir eigentlich. Kann ich die nicht hier? Ah, da kann ich die dran setzen. Oder hier? Ich habe Angst, dass wir zu viel Material brauchen werden, aber hier ist es eigentlich geiler als da drüben. Ich mach das einfach mal hier. Finde ich da irgendwie geiler, also lohnenswerter vor allen Dingen. So, jetzt müssen wir die nur erstmal 14. Die braucht zum Glück nur 14 Holz, das ist gut. Das ist sogar sehr gut, denn diese 14 Holz, die können wir ja kredenzen. So, und hier nochmal ein bisschen. Ich will eigentlich nur die Leaves haben, ich will gar nicht die Stickies haben, deswegen. Hau ich immer das Gemüse auch klein. Oh, ein Waschbär! Nein! Oh, das leckere Fleisch! Das leckere Fleisch! So. Da ist noch ein Waschbär. Wir könnten mal eine Karnickelfalle aufstellen. Ja, das können wir mal zwischendurch machen. Das war immer ganz gut, um ein bisschen. Ist ja nicht Schlamm? Nee, sieht so aus. Karnickelfalle ist immer ganz gut, um hier ein bisschen Schmackhaftität reinzukriegen. Ich räume auch mal das Gemüse hier aus dem Weg. Dann können wir hier ganz easy, da wo dieser komische holländische Käse ist. Ich guck mal ganz kurz, wo war denn das nochmal? Die Karnickelfalle. Custom Foundation ist auch interessant. Können wir uns auch mal angucken. Wooden Path werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Stickmarker ist ganz toll. Hier sind die Fallen. Hier Food. Rabbit Trap. Drying Rack. Haben wir da noch was Neues? Nee, ne? Small Raft Houseboat. So, Rabbit Trap. Ich guck mal eben. So, das mache ich mal wieder hier hinten, damit wir sehen, wenn was drin ist. Und hier hinten hat die eigentlich auch ganz gut funktioniert. Vielleicht mache ich.
Die Waschbären nerven hier natürlich ein bisschen. Ich muss ab und zu die Brille korrigieren. Das tut mir echt, die Brille. Das tut mir echt leid, aber die nervt. Ein bisschen, ich persönlich mag das auch gar nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe das, glaube ich, im Livestream schon erzählt. Ich bin einfach kein Brillentyp. Ich finde die furchtbar. Also generell bei mir finde ich die furchtbar. Aber das ist, glaube ich, so ein jugendhafter Komplex. Und ich habe mir vorgenommen, weißt du was, ist egal. Du solltest die am Rechner eigentlich immer tragen. Und jetzt trage ich die sonst während der Aufnahmen immer nicht. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, weißt du was, jetzt machst du einfach mal doch. Weil du nimmst halt so viel auf und so weiter und inzwischen ja auch so viel mit Cam, dass ich mir denke, es wäre vielleicht sinnvoller, wenn ich das einfach mal mache und da vielleicht mal einfach diese Eitelkeit ablege, sage ich mal. Das ist ja zumindest was Brillen angeht, aber das ist wie gesagt, das ist ein Jugendding, weil als Kinder mussten wir Brillen tragen, zwischendurch mal nicht, komischerweise, aber als Kinder musste man das machen und die waren also damals in den 80er Jahren... Willst du gar nicht wissen, so eine Bill Gates Brille, teilweise so eine. Ich habe da noch Kinderfotos, die willst du gar nicht sehen. Ganz früher, frühe 80er, da waren es noch so Hornbrillen. Weißt du, also wirklich, die sahen einfach so scheiße aus. Ich weiß gar nicht, welche Brillenstärke die hatte, aber das sah so aus, als könnte man damit in die Zukunft gucken oder in irgendein Paralleluniversum. Also das war echt furchtbar, das kann ich aber sagen. Und dann später wurden ja diese Bill Gates Brillen modern, dann haben wir auch so welche gekriegt, wo dann wirklich so zwei Schaufenster vor dir herträgst. Das war... Naja, und vor allen Dingen, heutzutage sind diese Nerdbrillen ja in, aber früher war das nicht unbedingt der Fall und da war man nicht unbedingt der Held vom Erdbeerfeld mit so einer Brille, da war man halt der, ja eben der Nerd oder der was weiß ich, die Begriffe gab es damals gar nicht, man war der Computerjunge, das Computerkind oder was auch immer und das war damals kein Kompliment, das war damals eher so ein, du kriegst auf dem Schulhof auf die Schnauze Kompliment, so ein Außenseiter-Ding quasi. Da war es halt auch Außenseiter. Hui. So, Stickies brauchen wir diesmal. Deswegen sammle ich die hier mal auf. Mit dem Stein? Weg hier. Ja, jedenfalls, ich glaube, daher ist es noch geprägt, dass ich ungerne die Brille aufsetze, wenn ich unterwegs bin. Aber ganz ehrlich, ich traue mich das einfach mal. Weil ganz ehrlich, ich bin sonst auch, eigentlich generell, bin ich sehr... Ich behaupte das mal von mir. Ich weiß es gar nicht, ob man das selber von sich einschätzen kann, aber ich behaupte mal von mir selbst, eigentlich sehr uneitel zu sein. Und so. Aber man achtet schon mehr drauf, wenn man zum Beispiel hier was mit Cam macht, achtet man schon mehr drauf. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch irgendwo so einen Pickel im Gesicht und den habe ich jetzt einfach nicht abgeschminkt oder so. Weil, ganz ehrlich, hat jeder mal. Wir sind ja nicht im Fernsehen. Und ich glaube, den erkennt man jetzt mit dem Schwarz-Weiß-Cam auch nicht. Warum habe ich den? Ich weiß gar nicht. Irgendwo auf der Seite. Keine Ahnung. Ich muss ihn jetzt auch nicht extra in die Kamera halten. So. Nee, aber ernsthaft. Hat doch jeder von uns schon mal gehabt, so ein Ding. Und meistens immer dann, wenn man es überhaupt nicht brauchen kann. Ne? Und wenn man viel oder wenn man oft was mit Webcam macht, dann ist dieser Zeitpunkt, dass man es überhaupt nicht brauchen kann, eigentlich immer. So. Und deswegen dachte ich mir, weißt du was? Scheiß doch mal drauf. So. Und auch mit der Brille, weißt du was, ist doch egal. Also wer es jetzt wegen der Brille nicht guckt, da ist auch nicht mehr zu helfen. Da ganz ehrlich, als würde ein Pickelchen oder eine Brille einen schlechteren Menschen aus einem machen oder die Qualität des Gezeigten senken. Ich meine, wir sind ja hier kein... Also wenn ich einen Beauty-Channel hätte, könnte ich es nachvollziehen. Da könnte ich es echt nachvollziehen, aber sonst, naja. So. 28 von 31. Ich dachte, wir schaffen es noch. Ich wusste nicht, dass er so viel braucht. Aber auf jeden Fall, doch, in dieser Folge schaffen wir das noch locker mit dem Baumhäuschen. Auch mit dem anderen schaffen wir das noch locker in der Folge. Ich sammle die ganze Zeit auch ein bisschen Leaves, ne? Nicht wundern. 14 Loks brauchen wir noch. Ich sammle die ganze Zeit auch Leaves ein bisschen, einfach nur, damit wir uns die Lizard Skins die nächsten auch ein bisschen aufhübschen können. Da wir ja keinen Sap brauchen. Fehlerhaft. Das ist, glaube ich, ein Bug. Also eigentlich bräuchten wir bei dem Stealth Armor auch Sap. Ich glaube, das ist gerade noch ein... Also Sepp von Pete Smith brauchen wir dafür. Und viele Grüße an dieser Stelle. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist gerade ein Fehler, dass wir das auch ohne bauen können. So, die hier wachsen ja irgendwie immer nach. Ich weiß gar nicht, warum. Dann baller ich da schon mal dran. So, haben wir fertig. Sehr gut. Prima. Dann haben wir ja eine Nahrungsquelle, haben wir dann hoffentlich sicher. Ich weiß es nicht genau. Zumindest können wir ab und zu mal Kaninchen rausholen und können dann... Achso, ich dachte gerade, da wäre ein Vogel, weil der gerade gelandet ist. Wobei, wir können dann gar nicht.
Ich dachte gerade, wir können dann, wenn wir hier so eine Kaninchenfalle haben, ich baue mir jetzt doch mal Logsled, oder? Ich meine, es wird zumindest mal, wird es langsam Sinn machen. Hallo? Jetzt nur noch mal. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir den Ast jetzt genommen haben. So, es wird dunkel. Es wird dunkel im Furunkel. Ich glaube, das ist ein toter Baum, genau. Um jetzt hier nicht allzu viel wegzunehmen. Hier hinten hätte ich natürlich gerne, dass wir keine Bäume mehr haben. Boah, der Sonnenuntergang sieht jetzt irgendwie cool aus. Da möchte ich direkt einen Fernet Branca trinken. Wobei die Sonne natürlich noch im Meer zu sehen ist. Aber gut, das ist ein sehr durchsichtiges Meer. Aber jetzt wird es ja eh ganz schnell schlagartig dunkel. Da ist unsere komische windschiefe Hütte. Und wie gesagt, das Zäunchen hier können wir noch ein bisschen erweitern. Dann können wir hier hinten alles abstecken, damit wir hier keine Angst mehr vor Ureinwohnern haben müssen. Beziehungsweise, ich würde das nicht abstecken. Ich würde hier vorne noch ein neues Zäunchen ziehen, damit das hier safe ist. Und theoretisch können wir den Landeplatz auch von einem Zaun umzäunen. Oh, wir haben schon Karnickel in der Falle. Problem ist nur, dass wir noch gar keinen Karnickel-Käfig haben. Ja, was soll's. Boah, wie viele Sterne hier. Boah, das ist geil. So, was machen wir denn mit dem Karnickel? Können wir das denn direkt ins Feuer legen? Dann können wir vielleicht aus der Haut ein bisschen Leder machen, die wir tragen können. Aber ich glaube, Karnickelhaut ist nicht so. Können wir nicht. Es wäre auch unmenschlich gewesen. Oh, ach, das ist automatisch tot. Das wollte ich... Oh, Alter, die ganze Hütte ist unter Wasser. Das heißt, wir holen uns bestimmt eine fette Erkältung. Wenn die das hier noch so realistisch machen wie Daisy, dass wenn wir hier im Wasser schlafen, wir dann noch eine Erkältung kriegen, dann ist alles vorbei, glaube ich. So, kein weiteres Karnickel. Ich baue hier mal wieder ein kleines Karnickel, ne? Hier so ein Rabbit Cage. Das baue ich da mal wieder hin. Kann ich da, wenn ich dann hier so, ne? Dann haben wir das zumindest da auch schon mal. Das braucht 13 Sticks. Das kriegen wir heute Nacht wahrscheinlich nicht mehr fertig. Da ist gerade eh nichts drin, was ich machen. Ne, essen müssen wir noch nichts. Ich schlafe mal eben. In der Hoffnung, dass niemand kommt. Ist, ja, ach, sieh an. Ach, cool. Und dann speichere ich nochmal eben. In der Hoffnung, dass niemand kommt. So, und jetzt mache ich erstmal ganz kurz dieses Karnickel-Ding da fertig. Wir werden am Anfang echt noch lange in Ruhe gelassen, ne? Ich habe das Gefühl, wir werden am Anfang noch lange in Ruhe lassen. Ich bin mir gar nicht so sicher. So, hier ist alles gut. Steine können wir nicht nehmen. Dem sein Karnickel hoppelt nicht in die Falle. Schade. Aber egal, wir müssen das Ding ja eh erstmal fertigstellen. Vorher bringt das alles ja nichts. Denn sonst können wir die Karnickel nicht sammeln, nur essen. Und das ist doch schade. Wenn, dann will man doch, also als Karnickelfreund sammelt man doch so ein Kaninchen gerne erstmal ein, bevor man es später häutet und isst. Liebe Kaninchenfreunde, ich weiß, ihr liebt mich für solche Aussagen. Mama, mein Schnuffel esse ich nicht. Mein Schnuffel ist so süß. Wenn du auf dieser Insel gestrandet wärst, ich kann dir gar nicht sagen, wie schnell du deine Zähne in deinen geliebten Schnuffel schlägst, sobald der Magen sich meldet. Oh, was ist das denn? Das ist ja angenehm. So. Ich würde das nie tun. Naja, dann wird Schnuffel bald dich essen. Hat wohl jemand nicht Ritter der Kokosnuss gesehen. So, ich gehe auf jeden Fall hier rein, bevor Schnuffel uns findet. Hier mal wieder eine Mitschwitze. So, das machen wir auf jeden Fall noch und dann haben wir das Ding fertig. Karnickel in der Falle, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kommt schon der Dachs angeschleichert und offenbar wurde es gefixt, dass man das Kaninchen besser rausnehmen kann. So, prima. Und können wir denn jetzt... Wurde es gefixt, dass man die Falle auch besser resetten kann? Jetzt. Okay. Auf jeden Fall können wir das Kaninchen doch jetzt von hier, von außen direkt reinlegen. Es lebt sogar noch. Bis es da unten im Wasser ertrinkt. Aber gut, das ist dann nicht mehr unser Problem. Den Dachs würde ich gerne. Du kleiner Frechdachs. Dachs schmeckt wie Lachs, nur mit mehr D. Keine Ahnung. So, Dachs würde ich tatsächlich gerne noch erlegen, aber ich glaube da... Ich weiß nicht, ob wir dafür normale Fallen brauchen. Jetzt würde ich aber gerne nochmal da vorne die Plattform hinkriegen. Dann kommt nämlich noch die Krux. Hier in die Richtung möchte ich, glaube ich, auch gar nicht weiter gehen. Deswegen gönne ich mir mal diesen Baum hier. Gegessen haben wir ja. Wir haben noch ein Kaninchen im Dingens, in petto. Ich hoffe, die Kaninchen verschwinden da nicht langsam aus diesem Rabbit Cage. Ich hoffe, die bleiben da auch drin. Weil das, ich weiß nicht, was mit dem getrockneten Fleisch ist. Ich weiß nicht, warum das gammelt.
Das finde ich ein bisschen schade, oder ist das ein Bug? Ich weiß es gar nicht. Fixed Bug, Cost Inventory, Stay Up. Lalalala. So. In diese Richtung bitte. Sehr gut. Gerade noch gedreht. So, die nehme ich natürlich gerne mit. Hier, das haue ich einfach nur mal weg, damit es dann nicht stört. Aber ich glaube, das wächst sowieso wieder nach. Toll, die kommt man jetzt im Gegengetorkelt. Das ist natürlich nicht so gut. Ich glaube, da brauche ich wirklich mal den Locksled, damit die Baumstämme nicht so rumzieseln. Ach, ich habe da noch gar keinen Baumstamm. 4 von 14, na gut. Alter, ich quatsche hier die ganze Zeit. Ich habe da noch gar keinen einzigen Baumstamm drin. Ich weiß nicht genau, man müsste eigentlich auf beide Seiten Brücken anbringen können, oder? Das müsste doch eigentlich gehen. So, dann baue ich jetzt mal, der ist natürlich ein bisschen am Zittern, es ist leicht kalt und wir haben noch nicht so viel an. Stickholder, Lockholder, Locksled. Der braucht, wie viel? 6, ja. Wie viele Sticks kann man denn noch? Also, so, ich gehe hier mal ganz kurz die kleinen Stickdinger ab. So, lalalala. Ich habe das Gefühl, die Tastatur ist... Ich müsste mir vielleicht noch eine mechanische Tastatur kaufen. Ich habe das Gefühl, diese Tastatur ist immens laut. Ich brauche oben eh noch eine. Also ich sage immer oben. Das hört sich immer an, als hätte ich hier voll die Prachtvilla. Aber in Wahrheit ist hier unten sozusagen separat das Gaming Office. Das ist aber relativ überschaubar. Also das ist ein relativ kleiner Raum. Aber auf einer... anderen auf einer separaten Etage halt, sodass hier unten quasi nur, und das deswegen, ich dachte, Alter, 4 Rehe. Deswegen wird es ja unten halt auch so schon mega schnell warm, weil hier natürlich einiges an Rechnern steht. So, zack. Hallo? Stimmt, ne? Ja, stimmt. Und deswegen, also deswegen wird es hier unten auch sehr schnell warm und leider kühlt der Raum auch sehr schnell aus, wenn man das Fenster aufmacht im Winter. Und ja, ich muss hier mal irgendwie die Heizung richtig regulieren. So. Ich glaube, ich habe die mal irgendwann im Winter, als es richtig kalt war, habe ich die mal hochgedreht. Nee, da war die Wohnung ausgekühlt, glaube ich, weil ich da irgendwie ein paar Tage am Stück nicht zu Hause war. Und deswegen, naja, ist auch egal. Jedenfalls deswegen immer frostig. Und wenn ich jetzt hier rübergreife, hört man das? Habe ich jetzt extra mal ein bisschen lauter gemacht. Da kann ich dann hier das Dingens aufmachen, das Riesenfenster. So. Und sofort wird es kalt, weil ich sitze ja genau daneben. Das ist so, als würde ich jetzt im T-Shirt quasi draußen sitzen. Ist ein erlebendes, erbauendes Gefühl. Nein! Ah, zum Glück sind wir aber weit genug entfernt. Okay. Da muss ich mal... Ach, halt. Hallo, du kleiner Kanickelmann. Da kommt der Waschbär angescheißert und wollte das Kanickel noch fräsen. Aber zum Glück konnten wir es... Ist das C oder E? C, siehst du. Zum Glück konnten wir es noch retten. So, liebe Karnickelfreunde, da siehst du mal, auch ich bin ein Karnickelfreund. Und das hau ich, ach komm, das hau ich jetzt erstmal hier rein. So, und Ditte da hinten auch. Hallo? Erstaunlich wenig eingeborenen Verkehr bisher, ne? Hey, du süßes Rehlein. Ja, toll. Ich hab den nur frisiert. Hast du mal gesehen, wie der aussah? Der soll sich mal die Haare schneiden. Also ganz ehrlich, da hatte ich Angst, dass es YouTube-Kommentare gibt wegen dem armen Rehkitz. Das hatte echt so eine miese Schlomo-Frisur, weißt du? So elend, so ein Elend auf halb acht und riesenlang. Das kann ich einfach nicht ertragen, wenn Leute so eklig lange Haare haben. Das ist widerlich. Furchtbar. Also wer sowas macht, der frisst auch Kinder. Mama. So, boah, diese furchtbare Brille. Die wurde auch ausgemessen beim Optiker, aber irgendwie bei so einem, also weiß ich nicht, da war ich extra und habe das extra ausmessen lassen, weil ich mir ja vorgenommen hatte, boah, dann trägst du doch mal regelmäßig. Achso, haben wir ja gerade getrunken und, aber irgendwie ist das für einen Arsch. Ich habe das Gefühl, das wurde nicht wirklich richtig ausgemessen und jetzt habe ich davon diese Mega-Abdrücke, habe ich im Livestream mal gezeigt, da habe ich so Mega-Abdrücke an der Nase und ich weiß gar nicht, ob dem Optiker das egal ist oder ob der einfach nur Kacke war. Ich kann es gar nicht richtig benennen. Ich habe fast das Gefühl, ein bisschen was von beidem. Nein, nicht schon wieder. Och, nein, jetzt hänge ich auch fest. Oh, ein Karnickel. Hallo, kleiner Mann. Und zwei Kannibalen. Tschüss. Ich kann rückwärts laufen. So. Das ist so ein bisschen wie rückwärts ausparken.
So, hallo, kann ich da vielleicht mal hier drauf? So, war's das? Sind das schon 7? Dann hole ich mir mal den von da, ohne dass sie es merken. Und dann kann ich doch jetzt theoretisch, wenn das funktioniert, ah, da ist ja wie ein Wochenende bei Aldi. So. Der hat uns nicht gesehen, aber er kommt auf uns zu. Frustriertes Hauen, der ist jetzt genau bei unserer Bude da. Jetzt geht er weg. Latscht gegen unseren Locksled. Ja, super. Jetzt ist er dran vorbei. Mit einer endlosen Animation. So, jetzt latscht der andere gleich gegen den Locksled. Ich sehe es schon kommen. Nee, da geht er dran vorbei. Super. Das heißt, wir können dann gleich, ich stehe jetzt sogar ganz mutig auf. Ich glaube tatsächlich, die erkennen uns nicht so gut mit diesem Stealth-Mode. Da würde ich gerne noch ein bisschen was ausarbeiten. Nachdem ich das Knickel da weggeholt habe, bevor wieder... was? Kommt denn der jetzt her? Jetzt ist das Knickel weg. Na, großartig. Hä? Was? Erstmal, Freunde. Hallo? Wenn ich jetzt E drücke, nehme ich einen Balken auf. Was? Ich glaube, ich kann jetzt alles bauen, weil ich unendlich viele Balken habe. Das wäre ein Träumchen. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Ich habe die gerade vom Locksled aufgenommen. Willst du mich verarschen? Unendlich viele Balken, genau. Ich habe die gerade alle vom... Mit meinen Super-Transformer-Teleportierhänden habe ich die gerade alle 30 Kilometer entfernt vom Locksled gegrabbelt, weißt du? Okay, ich freue mich hier voll. Ich dachte gerade, jetzt können wir wirklich alles bauen, weil wir unendlich viele Loks haben in Wahrheit. Ja. Und Kanickel haben wir jetzt auch nicht mehr hier. Werden die mehr hier drin? Nee, ne? Ich dachte, die vermehren sich so wie neulich, aber... Naja, egal. Komm, jetzt müssen wir... toll, da hat sich der Locksled richtig gelohnt, weil wir die jetzt alle von da hinten... Na. So, wir brauchen eh nur noch 2 und dann machen wir die Brücke. Dann haben wir hier eh noch... Ah, naja. So, 2, nur noch 2 Dinger. Das lohnt sich voll. So, das haben wir da oben jetzt. Und jetzt ist die Frage, wie prumpeln wir das Ding da dran? Ich hoffe, wir sind keine Kannibalen, die uns das jetzt irgendwie vergällen. Ich schau mal eben. Ich weiß auch nicht genau, wie viel wir da brauchen. Ich guck mal eben hier. Lalalala, eine Brücke, eine Brücke, eine Brücke. Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke zwischen die Welten? Da ist die Tribridge. Die Tribridge. Und da geht so, also theoretisch, ah, das geht nicht von, das geht natürlich nicht von hier, das geht nur von der Rückseite. Yes. Geht's wenigstens, nee, es geht bei dem, geht's bei dem Ding überhaupt? Ich werde ungehalten. Das muss auch bei dem Ding gehen. Normalerweise klebst du es halt hier dran. Ne, und dann ist super. Und dann kannst du damit weiterbauen. Aber irgendwie, ich glaube, das kriegt er hier gerade nicht gebacken wegen dem Seil. Ja, toll. Also hier wird's gehen. Was ist da? Da ist ein Anker 8. Ja, das Ding hat Ankerpunkte. Da ist es natürlich großartig, dass das mit dem Ding hier nicht geht. Wo du da schon mal so ein Hauptding ins Sinn machst. Und dann... Ich dachte, es geht auch damit. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich improvisieren. Wir haben hier unser Hauptding. Wäre schön, wenn dieser Baum noch stehen würde. Hätte ich den mal gelassen, dann hätten wir da jetzt einfach was rüberbauen können. Das wäre natürlich super gewesen. Aber vielleicht können wir das noch hier machen. Ist nicht zu weit weg? Ich weiß es gar nicht. Boah, hätte ich mal nur eine Plattform gemacht. Ich Vollidiot. Das wusste ich nicht. Halt! Ja, die wollten schon wieder Kaninchen fressen, aber so geht's ja nun nicht. Wenn hier einer Kaninchen frisst, dann ja wohl du. So.
das Ding stelle ich wieder hin. Och Mann, jetzt haben wir das dicke Ding dahin gebaut und damit geht's nicht. Das ist natürlich echt ärgerlich. Jetzt muss ich muss jetzt halt überlegen, wo wir jetzt genau so ein Ding da dran machen. Das wäre dann wohl hier. Und dann, das ist leider der nächste Baum. Leider haben wir den abgeholzt, weil wegen weiß dir. Hör auf zu schnaufen jetzt. Wir haben ja keine andere Wahl. Okay, ich würde sagen, dann machen wir vielleicht, oder ich glaube nicht, dass ich da so ein Ding nochmal dran kriege. Ne? Das wäre natürlich zu schön, aber natürlich geht das nicht. Diesen Baum können wir auch nicht wieder aus der Versenkung holen. Das können wir immerhin rotate. Wir können es nicht rotaten. Wir können da eh... Wieso kann man denn hier... Wieso ist denn... Hier ist E plus E, aber rotaten können wir nicht. Verstehe ich nicht. Aber dann haben wir da einen Ankerpunkt und da kommen wir bestimmt auch noch irgendwie hin. Dann brauchen wir 14. Das heißt, wir gucken mal, ob wir uns hier vielleicht irgendwie eine Connection schaffen können. Ja, wenn nicht, dann müssen wir uns hier halten. Dann ist es doof. Ich bin gerade ein bisschen unglücklich. Ich habe mir das echt toll vorgestellt, dass wir da die Hauptbasis haben quasi und dann können wir von da aus, aber ja, wo soll denn die Schnur durchgehen? Das stimmt natürlich, das verstehe ich schon, aber da hätte man noch die Gatter da links und rechts weglassen können und da stattdessen eine Brücke hinbauen oder sowas. Wenn man runterfällt, ist man dann halt selber schuld. Mist, der hat uns gesehen. Okay, ich aus Frust muss ich mir leider erstmal einen Lachs auf den Grill legen. Nachdem ich das Kanickel da hinten weggeholt habe. Ach, Manu. Das ist traurig. So. Manu. Das ärgert mich wirklich. Hätte ich eigentlich auch die Kaninchenfalle hier reinstellen können? Theoretisch? Also funktioniert die jetzt einfach nur random? Oder ist da wirklich mehr dran? Huch. Oder ist da wirklich, also ich frage mich halt, ob man die überall aufstellen kann oder ob das irgendwie reicht, wenn man, ne, also, ne, ich kann gar nicht reden, wenn man die hier drin aufstellt, ob da jetzt halt genauso viele Kaninchen reinkommen, als wenn man die draußen aufstellt, weil dann ist ja eigentlich sinnlos, dass wir die hier stehen haben, wenn wir uns nur umdrehen müssen. Verstehst du, was ich meine? Das war ja mein Anliegen. So, pass auf, wir machen mal folgendes. Lizard Skin, jetzt haben wir hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ach, das ist Crafting-Rädchen. So. Mit rechts haben wir das jetzt. Können wir direkt anziehen. Anziehen. So. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crafting-Rädchen geht voll. Das heißt, wir sehen also, ich muss da gar nicht mehr mitzählen. So, haben wir auch angezogen. Und jetzt haben wir keinen Lizard-Skin mehr. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Lurchis. So. Und wir müssten jetzt eigentlich noch mehr in den Stealth-Mode gehen. Man müsste uns jetzt noch weniger sehen können. Ich weiß es aber nicht genau. Es reicht wahrscheinlich nicht, wenn man ein Stück anhat, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, so realistisch ist es dann doch. So, und jetzt mache ich mal folgendes. Ja, den Locksled. Eigentlich würde ich den schon gerne benutzen. Wo ist er denn hier, ne? So, erstmal ein paar Pilze in den Mastdarm gehauen. Und mit dem Locksled düse ich jetzt mal einfach... Mit dem... Es ist so, als würde man Einkaufswagen fahren. Der Spaß hört nicht auf. So. Loxlet habe ich jetzt mal dahin gemacht. Hier haben wir noch diese ganzen Sticky-Bäume. Die können ja auch ruhig weg. Die Stickies können wir gerne mitnehmen. Wofür auch immer. Ist ja auch erstmal egal. Hallo? Das ist der tote Baum. Und hier mal Sticky-Bäume. Das ist ein Traum. Ja, das Doof ist, wenn ich jetzt anfange, hier Bäume wegzusensen. Nee, pass auf, dann gehen wir wieder an unsere alte Stelle. Haltestelle. Oder vielleicht düse ich einfach mal da hinten hin, wenn ich hier durchkomme irgendwie. So, dann würde ich sagen, vielleicht fräsen wir da hinten einfach alles ab, in der Hoffnung, dass da keine Kannibalen rumschleichen. Und da haben wir ja auch, guck mal. Pass auf, dann haben wir da ja, wir wollten die Axt noch färben, fällt mir gerade ein, haben wir noch nicht gemacht, ne? So, wir benutzen mal die Pouch. Lalalala. Und nehmen nochmal alles mit. Da drüben ist ein Reh und habe ich da gerade noch was? Da schleicht noch ein Kannibale herum. Das ist natürlich ganz fantastisch. Das kommt ja unserem...
Ah, die schleichen jetzt in Richtung Haus. Okay, da können sie auch gerne bleiben. Hauptsache, die kommen nicht hierher. Der Rest ist mir egal. Wir werden hier erstmal... Ach, guck mal, hier ist schon wieder... Ne, ist kein heiliger Baum. Das ist nur so ein Krumpelbaum. Hauptsache, hier kommt niemand her. Und richtige Eingeborene, also Ureinwohner haben wir noch nicht gesehen, ne? Keine Ureinwohner bisher. So. Ich bin da wirklich ein ganz kleines Fensterchen gerade hier oben rechts. Ich kann mich da nicht großartig bewegen, ne? Wenn ich jetzt hier zu... Bin ich schon raus und da bin ich schon raus. Aber muss ich ein bisschen aufpassen. So. Dann wollen wir mal gucken. Übrigens fand ich das lustig bei den ganzen Perückenfolgen, ne? Hier bei den ganzen, es gab ja einige Leute, die haben es tatsächlich gar nicht gerafft, warum ich das gemacht habe. Das waren ja immer wegen, nicht rasier dich mal so, schneid dir mal die Haare, schneid dir mal die Haare. Das Übliche halt. Der Running Gag sozusagen. Ich mach mal da ja auch nichts draus. Ich bin jetzt auch nicht böse oder sonst irgendwas. Ich find's halt nur furchtbar, dass man das Let's Play darauf reduziert dann irgendwann. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, schneid dir doch selber die Haare. Und dann habe ich halt angefangen, diesen ganzen Kappes zu tragen, den ich mir eigentlich auch alles nach und nach hier für diese LPT-Sendung wollte ich halt die Perücken. Einmal habe ich das gemacht mit Matty Metwurst, war das, glaube ich. Das habe ich einmal gemacht. Und da hatte ich mir gleich einen ganzen Pulk Perücken zusammen gesucht, die ich dann jetzt endlich mal einsetzen konnte. Halt in diese Richtung. Ja. So. Keine zweite Folge und noch keine Ureinwohner. Also zweite Folge in der neuen, im neuen Safe Game, noch keine Einwohner. Strange. So. Das ist ein Reh. Noch haben wir nicht mal gegen die Kannibalen gekämpft. Also wir haben hier echt... Man hat inzwischen bei Forest doch offenbar einen sanften Start, habe ich die Vermutung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nur irgendwie Glück haben. Wobei, nee, das eine Mal hatten wir... Nein, nicht dahin. Ah, scheiße. Ja, sanfter Start. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Da ist ein Reh. Ich weiß jetzt nicht mal, wo die Ureinwohner sind. Das kann ich gerade gar nicht sagen. Also die Kannibalen. Zum Glück sind sie offenbar nicht hier. So. Diesen komischen Locksled sieht man auch nur ganz schlecht, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es an mir, aber der ist irgendwie immer unsichtbar. Im Gewühl. Und das sind, glaube ich, schon sieben, ne? Ich wünschte, er könnte mehr fassen, aber leider ist er irgendwann auch mal fassungslos. Da hinten, da laufen sie beim Haus rum. Na, großartig. Da hat es mir natürlich noch gefehlt. Wieso habe ich denn so einen mega braunen Arm hier links? Hier regnet es doch eh mal auf der Insel. Wie kann man denn da so eine Bräune kriegen? Das Blöde... Okay, ich sehe ihn jetzt schon. Der hängt da hinten genau bei unserer Hütte rum. Das heißt, wir können erstmal nicht zurück, es sei denn... Wir würden dem so ein bisschen die Prothese richten, aber wir haben bis jetzt ja noch gar keine Zähne, um unsere Axt zu stabilisieren. Und wir haben bis jetzt noch die blöde Axt. Die Feueraxt aus dem Flugzeug. Jetzt hängen die da rum und frusten so ein bisschen. Ich glaube, wir könnten die Hütte schon fertig bauen. Ich würde das auch gerne machen, eigentlich noch in dieser Folge. Das sind drei, oder? Jetzt sind es drei auf einmal. Ist jetzt abgehauen, ich weiß nicht genau, so halb in unsere Richtung. Der hängt jetzt da rum. Der andere hängt da links rum. 1, 2, 3. Jetzt sind es 4. Das werden immer mehr. Ah, wie ätzend. Ja, jetzt hängen die hier überall rum, das darf doch nicht wahr sein. Und erst waren es 2, dann waren es plötzlich 3, dann waren es plötzlich 4. Irgendwie scheint ja irgendwie so ein Spawner zu sein, neuerdings. Und hier kommen wir natürlich nicht von hinten rein. Entschuldigung.
So, ich hau da mal ein bisschen Blätter rein, damit sie ein bisschen heller funzelt. Können wir denn da irgendwie ringsherum? Wir müssen auf jeden Fall hier noch einen Wall bauen, damit wir ein bisschen sicherer sind. Das Problem ist nur, wir könnten zwar einen Wall bauen. Hä, sind die auf einmal weg? Ich verstehe es manchmal nicht. Ich glaube, wir bauen am nächsten Tag mal weiter. Jetzt wird es eh gerade dunkel. Da war noch ein Karnickel, aber Herr Waschbär schaut gerade. Frisst er das Karnickel? Kann man das sehen? Nö. Okay, es wirkt immer nur so. So, ich hätte gern tatsächlich irgendwas, womit man ranzoomen kann so ein bisschen. Das wäre toll. Das fehlt hier echt noch. So, hier haben wir auf jeden Fall einen ganz tollen, also einen ganz tollen Vorrat. Das finde ich schon ganz gut. Huch, was war das gerade? Was essen müssen wir theoretisch noch nicht, aber für die Ausdauer können wir es mal machen. Aber weißt du was, da wir das Ding erst sowieso erst in der nächsten Folge fertig kriegen, das tut mir echt leid, aber es lässt sich nicht anders bewerkstelligen, weil wir hier des Öfteren Besuch haben. Haben wir jetzt Tag oder haben wir jetzt Nacht? Ach, jetzt haben wir wieder Tag, das ist ja angenehm. Naja, aber trotzdem, wir bauen das Ding erst in der nächsten Folge fertig, dann machen wir auch eine Brücke, vermute ich mal. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier vielleicht irgendwie connecten können. Das wäre ganz, ganz toll. Auch wenn wir uns connecten können, weiß es auch mal ganz toll. Aber das geht aber nur mit Brücke. Da braucht man auf jeden Fall viel Holz. Vor der Hütte hier gerade. Eben, weil hier ist die Hütte und wir brauchen davor eine Menge Holz. Und anders können wir die Dinger ja auch nicht connecten. So, jedenfalls, ich bin raus, dein Klaus. Wir dürfen natürlich nicht den Endscreen vergessen. Ja, in der heutigen Folge, da haben wir, oh Mann, wie ärgerlich ist denn das, dass das mit diesem, mit dem großen Baumhaus, dass man da nichts dran machen kann. Das ist doch super ärgerlich, dass man nur Plattformen connecten kann. Wie soll man denn da so ein großes Baumhaus? Das würde mir viel besser gefallen, wenn das große Baumhaus einfach gar keine Schnur nach unten hat und man das nur nutzen kann, wenn man quasi über eine Brücke dahin kommt. Das würde mir, glaube ich, viel mehr Spaß machen, als dass man das gar nicht connecten kann mit so einer Brücke. Das, finde ich, sollte man eigentlich nochmal ändern. Dann braucht man zwar noch mehr Loks, um dann irgendwie was Funktionierendes hinzukriegen, aber ich glaube, das wäre trotzdem viel cooler, als so, wie es jetzt ist. Also, vermute ich mal, kann ich mir vorstellen, denke ich, bin ich von überzeugt, könnte so sein. Naja, in der nächsten Folge kriegen wir noch hoffentlich endlich mal die Brücke hin und dann muss ich auch endlich mal die Axt färben, das haben wir immer noch nicht gemacht, verdammt. Ich entschuldige mich, das habe ich ganz vergessen. Aber in der nächsten Folge gucken wir mal. Man kann das auch orange machen. Ich weiß noch nicht genau, womit ist denn das? Mit Marigold. Da müssen wir nochmal gucken. Die Blaubeeren haben wir. Marigold können wir noch sammeln. Oder haben wir schon? Weiß ich gerade gar nicht. Und dann gucken wir mal, dass wir auch orange, irgendwas orange färben oder blau. Schade, dass man nicht seinen Körper färben kann. So als, ne, weißt du, so anmalen. So ein bisschen wie so ein Wilder auch. Na, schauen wir mal. Das wird schon in der nächsten Folge endlich mal eine Brücke für die Krücke. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.